No, 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 na, 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 na. Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Pen and Paper. Ja. Wir waren zuletzt im Vergnügungspark und wollten jetzt zum mysteriösen Portal. Da die Monster hier, dieses Einhorn namens Umi, da irgendwie da durchschleifen wollten. Oh, das sind die hässlichen Hasen. Ich weiß auf jeden Fall jetzt auch schon, Leute, was ich nach Knights of Pen and Paper bringen werde. Es wird auf jeden Fall auch mehr so ein Indie-Titel werden. So in die Richtung von Knights of Pen and Paper auf jeden Fall. Aber ich will da noch nicht so viel verraten. Das Spiel gibt es momentan noch nicht. Davon habe ich erst gestern erfahren. Und ich habe da so eine Beta von dem Spiel angetestet. Jetzt mal. Und das finde ich. Ich finde es richtig knorke. Also. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon wieder auf was Tolles freuen. Oha! Wiederherstellung. Zum Glück kann ich sowas. Regeneration. Also die Hasen sind ja richtige Killer. Mit dem Hammer der Gerechtigkeit. Mit einschlagen wie eine Bombe. Ich weiß gerade auch nicht, warum ich das sage, aber egal. Ich will nicht so Sachen nehmen. Ich will Gegenschlag. Gegenschlag. Das wollte ich gerade gar nicht, aber es kam sehr passend. Würde ich mal so sagen. Vereisen. Und so. Niederstrecken. Weiß nicht, warum ich die Angriffe immer sag. Aber wie gesagt, ihr könnt euch auf was Tolles freuen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich mit Paraworld und Knights of Pen and Paper hier fertig bin, vielleicht drei Projekte machen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, wie ich das dann mit dem Aufnehmen so mache. Weil es fällt natürlich mehr Freizeit weg und ich nutze meine Freizeit momentan eigentlich sehr gut. Was im Detail nicht mehr ist, okay. Ein Pilz. Da muss ein Erfahrungspunkt. Hey, was habe ich da alles? Wieso habe ich hier Zieläpfel? Ist es alles nur da, um mein Inventar zuzumüllen oder wie? Soll ich das jetzt verstehen? Das Naturamulett ist gut, aber das brauche ich nicht. Nein, ich will den Pilz nutzen, ja. Das war ziemlich kernig. Ihr habt euch gut geschlagen. Danke! Hey Einhorn, jetzt bist du frei. Umi! Wo ist deine Herde? Ich erkenne dich aus der Fernsehserie wieder. Umi, Umi, Umi. Es hat gesagt, die letzte Folge dieser TV-Animationsserie wurde ruiniert. Was? Umi, Umi, Umi. Umi, Umi. Umi. Umi, Umi. Und mittlerweile sind alle davongelaufen. Darüber hinaus habt ihr Umi für immer in der Pen and Paper Welt eingeschlossen. Jetzt ist es nur noch eine Fantasiefigur und kein Fernsehschauspieler mehr. Wow, ich bin beeindruckt. Umi, 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 Umi. Es sagt auch noch, dass nur die Tatsache, dass ihr in einem Rollenspiel seid,
noch lange nicht bedeutet, dass ihr nicht zuerst fragen solltet, bevor ihr einfach Monster plättet. Und dann hat euch Umi den Rücken zugekehrt und ist davongelaufen. Hey, yo! Haha, unglaublich, dass wir das waren! Ja, das ist irgendwie sau komisch und gleichzeitig sehr traurig, weil ich diese Serie echt geliebt habe. So, keine Fantasieserien mehr für dich. Tja, Glückwunsch oder auch nicht. Okay, Spielhalle oder Schule? Ort zum Zocken, während sich Rollenspiele den Gefahren des wirklichen Lebens stellen. Ja. Lass uns doch mal einen Quest suchen. Oh yeah. Ritter vom Nie. Gorilla. Moment mal. Ritter vom Nie. Gorilla. Invasor. Echt jetzt? Vor allem, ich glaube, Alien Invaders, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Mit dieses tolle Kultspiel da, wo man mit diesem Panzer diese Aliens abschießen muss. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Mann. Davon kommt es auf jeden Fall, das weiß ich. Ritter vom Nie. Während manche fliehen konnten, kommen andere auf euch zu. Mir ist schon klar, dass der Gedanke, Monster zu bekämpfen, die direkt dorthin unterwegs sind, wo wir diese Rollenspiel-Session spielen, ziemlich beunruhigend ist. Aber wir müssen etwas unternehmen, und zwar schnell. Das ist der krasseste Gedanke, den ich jemals meinem erbärmlichen Leben gedacht habe. Echt jetzt? Aber er ist total lustig! Yeah! Nie. Oh, meine Ohren! Schnell, vernichte sie. Wie viele muss ich besiegen? Töte 6 Ritter vom Nie. Okay. Die Ritter vom Nie, des heiligen Knie. Das hat sich gereimt. Hahaha. So, der wird vereist. Ich muss sagen, die Kämpfe sind gerade sehr aufregend. Ihr müsst auch wissen, ich bin gerade auf dem TS, aber ich habe mich gemutet und so. Und der gute Zillord, der mit mir wie immer auf dem TS ist, oder auch Zillord genannt, den kennt ihr glaube ich mal gar nicht aus meinen Videos. Ich glaube aber, den habe ich schon mal ein paar Mal erwähnt, ich weiß es gerade gar nicht. Der hat auch mein neues Hintergrundbild gemacht. Und ja, ich habe jetzt ein Hintergrundbild von ein Kanal-Hintergrundbild. Und zwar MrAsker70. Let's Play, professionell, unprofessionell. Vielleicht werde ich mal ein Video dazu machen, in dem ich mal solche paar Sachen erkläre. Ihr könnt mir aber auch mal Fragen stellen. Nicht auf Twitter oder so, da bin ich ja etwas nicht so ganz aktiv. Das liegt aber daran, denn immer wenn ich auf Twitter gehe, will mir Twitter immer irgendwelche Sachen vorschlagen. Dass ich beispielsweise mein Konto mit irgendwelchen Sachen von Yahoo, Gmail oder sonst was hier verknüpfe oder sowas
um da Leute zu suchen. Was ich wohl komisch finde. Oder an sich werden mir immer irgendwelche Leute vorgeschlagen, denen ich folgen soll, denen ich überhaupt nicht folgen will. So, zwei Ritter vom Nie noch. Und ja, es ist halt so viel, wenn ich Drachenblut nutze. Aber er hat da nicht mit dem Schild. Den coolen. Gute Arbeit. Ihr konntet sie loswerden. Sie wären jedoch augenblicklich in unsere Rollenspiel-Session geplatzt. Jetzt können wir uns anderen Dingen zuwenden und die Spielhalle gehört wieder den Kids. Nur wegen ein paar angreifender Ritter diese Rollenspiel-Session zu unterbrechen, hätte mir nicht gefallen. Mir auch nicht. Wenigstens werden uns diese Monster jetzt nicht mehr auf die Nerven gehen. Macht euch bereit. Gorilla. Okay. Ah, die Spielhalle. Wir lieben diese Pixel-Art-Spiele. Sie erinnern mich an so viele gute Dinge aus meiner Kindheit. Ja, das ist mir definitiv eine Münze wert. Ich liebe Space Invaders. Wow, wow. Was ist denn hier los? Als du die Münze einlöst, erscheint schwarzer Rauch. Er kommt aus der Spielhalle. Der schwarze Rauch verwandelt sich in... Oh Gott, Space Invaders! Ach ja, genau, das war ja Space Invaders, okay. Das habe ich mir nicht vertan. Oder habe ich Space Invaders überhaupt zuvor gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls sehen die voll cool aus. Ein fast 400er Crit. Weil es effektiv ist. Cool. Okay, das war gerade ungewollt. Vereisen. Niederstrecken. Okay. Die Space Invaders werden damit Geschichte.
Das werden mir meine Freunde niemals glauben. Ich muss ihnen alles haargenau erzählen, was wir erlebt haben. Kurz dann. Schwarzer Rauch hat sich wieder in den Spielautomaten verzogen. Gorilla. Okay. Was sind denn das für riesige Affenstatuen hier? Statuen? Ja, aber eigentlich sehen sie gar nicht wie Statuen aus. Berührt. Sieht nicht wie eine Statue aus. Sie dringen aus der Automatenwelt in unsere. Dieser Effekt wurde wahrscheinlich durch den Riss zwischen unserer Realität erzeugt. Werden wir beim Rollenspiel eines Rollenspielabenteuers gegen Videospielcharaktere antreten? Werden wir, oh Gott, ist das konfus. Ja, ich weiß, dass ich immer anders spreche. Ja, zu viele Ebenen, was? Na dann, hör mit ihnen! Feuerball. Was? Oh. Ja, Schwäche. Super effektiv. Super effektiv. Wow. 5 Lebenspunkte. Wegen einem Schaden. Na, ist aber auch was, würde ich mal so sagen. Reisen. Einen guten alten Schlag. Und ja, ich habe gerade angefangen, immer mit normalen Waffen anzugreifen, statt mit Fähigkeiten. Ich wollte es mal machen. Können wir jetzt den Klempner rufen? Oh, du! Quest dann. Ziemlich einfach. Okay. Auf zur Schule, Frau Goldbeeres Schule. Wo sind wir? Nom, nom. Ritter vom Nie. Schnell töte sie alle! Keine Sorge, Meister, wir gehen hier gewissenhaft zur Sache. Wir möchten nicht, dass diese Session jemals endet. Wir werden sie aufhalten. Danke für eure Anteilnahme. Schnell, rette die Schule. Kämpft gegen 6 Ritter vom Nie. Wählt euer Schicksal. Bam bam bam. Oha. Hat sich voll Schaden gemacht.